Krieg ist ein ist mein Geschäft, das ist uralt, das kennen wir, aber als Dauerzustand, wie in Joint Vision 2020 beschrieben, übrigens ein Papier, das kein Russe kennt, kein russischer Gesprächspartner, egal wo angesiedelt, hat dies verdammte Ding gelesen. Und dabei ist es ein offizielles Strategiepapier, das jeder im Internet runterladen kann, geschrieben im Jahr 2000 vor dem Regierungswechsel Clinton-Bush von den Joint Chiefs of Staff. Der Vereinigte Generalstab aller drei amerikanischen Teilstreitkräfte macht ein Strategiepapier und niemand in Russland und Teheran kennt das. Orchestrierter Einsatz aller Institutionen, Organisationen, NGOs, aller Medien und das auch noch global. Und natürlich zur Förderung der, wie nennt man das, Global Predominance, also der Weltbeherrschung. Wie managen wir, dass ein Staat von innen kaputt geht? Jedenfalls ist die berühmte Strategie eben freies Schussfeld für den Regime Change im Iran. Und deswegen muss Syrien fallen. Da gibt es also nicht nur wirtschaftliche Interessen, geostrategische Interessen, sondern auch ganz handfest der Iran. Und natürlich möchte man unbedingt diese ekelhafte kleine russische Marinebasis, Basis ist ja ein kleiner Stützpunkt, den möchte man gerne weghaben, denn dann kann man eben die Umzingelungsstrategie gegen Russland direkt an den russischen Grenzen weitermachen. Und ich kann nur sagen, wir wissen ja heute, dass das gar nicht da bleibt, denn wie hat unser netter Herr Putin so schön dem WDR-Chefredakteur Jörg Schönborn im Interview erklärt, es gibt in Russland 654 westliche, auch von den Botschaften mitbezahlte Organisationen, die arbeiten am Regierungswechsel in Russland. Und Russland hat im NATO-Bereich genau zwei Organisationen, die einfach nur mal die russische Seite darstellen wollen. Ich möchte von Regime Change in diesem Zusammenhang wirklich überhaupt nicht reden. Ja? Und zwar einen in Paris und einen in London. Das ist also die Lage. Und jetzt gucken wir aufs Geld. Jetzt gucken wir uns ganz was Neues an. In der Eurozone ist Diebstahl ein Prinzip. Diese Eurozone war immer systematisch unfähig, ein einheitliches Währungsgebiet zu werden. Die Einführung des Euro war von einem medialen Theaterdonner begleitet, den man nur noch als Lügenpropaganda bezeichnen kann, als eine Großaktion mit Lügenpropaganda. Der Wechsel und die pakistanischen Geheimdienste haben mir gesagt, das Scheitern ist programmiert, das wird kommen. Und zwar zum Zeitpunkt der Einführung. Ich habe darüber geschrieben. Der Wechsel, die wussten das übrigens von den Amis. Es ist, und möglicherweise auch von ihren chinesischen Freunden. Aber das war jedenfalls bei denen klar. Und das habe ich nicht vergessen, in meinem ganzen Leben nicht, weil ich immer gesagt habe, ich suche, ob da etwas dran ist. Ich kann solche Informationen sehr lange behalten. Der Wechselkursmechanismus, sagt unser lieber Professor Hankel, sei der letzte solide Zustand gewesen. Wechselkursmechanismus 2, wir erinnern uns, der fing mit ganz engen Bandbreiten der Schwankungen unter den Euro-Währungen an. Zum Schluss, das muss man mal betonen, zum Schluss, vor der Einführung des Euro wurden die Bandbreiten auf 15% hochgejazzt. Warum? Weil die Währungen nicht in der Lage waren, die Bandbreiten einzuhalten. Und dann macht man den Euro und ich behaupte hier und heute, on the record, das entscheiden nur Kriminelle. Der Euro ist ein Zinstransferinstrument, erster Sahne, und es hat diesen Ausspruch gegeben, dass das für Deutschland wie ein Versailles wirkt. Also ein Ausbeutungsvertrag, um das ganz klar zu sagen. So, Weltbankensystem, huja, gestern kam die Deutsche Bank raus, ne? Womit 72 Billionen Dollar Derivate im Portfolio, 72 Billionen Dollar. Daraufhin habe ich gestern noch gepostet auf meiner Facebook-Seite, hallo, die Deutsche Bank ist pleite, 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 pleite. Warum? Wenn dieser Misthaufen von Papieren, will ich mal unsachlich sagen, nur 10% im Wert sinkt, hat unsere liebe Deutsche Bank, geführt von einem hochkorrupten Banker, 7 Billionen Dollar weniger in der Kasse, 7 Billionen. Ich möchte daran erinnern, dass der deutsche Bundeshaushalt pro Jahr zwischen 300 und 400 Milliarden liegt. Und das kann die Deutsche Bank nicht überleben.
Das ist unser verfluchtes System. Und wie sieht das aus? Abhängige Ratingagenturen beraten und bewerten ihre Eigentümer. Hallo Boss, I like you. Ja? Super. Derivate und Termingeschäfte beschleunigen die Blasenbildung, deswegen dieses. Geschäftsausrichtung an den potentesten Kunden, nicht etwa am Tischler von nebenan oder im Autohaus Müller, egal wie solide die sind, darum geht's. Es geht um virtuelle Geschäftsfelder, um diese Superspekulationen an Computer, nicht? Mehrere tausend Buchungen pro Sekunde und Großkorruption an allen Börsen und in allen Institutionen. Wieso erklärt uns nicht das Bundesaufsichtsamt für das Finanzwesen, BaFin, die Deutsche Bank ist kaputt? Unter dem Tisch höre ich, die Deutsche Bank ist nur noch ein schönes Namensschild und darunter steckt ein dreckiger, kaputter Hedgefonds. Das ist das, was ich höre. Aber Bundesaufsichtsamt für Finanzen? Ich bin nur der Chef, ich weiß hier von nichts. Dann haben wir ein Zinssystem mit eingebauter Währungsreform. Wir haben eine Geldschöpfung durch die Banken, die das Geld ja nicht schöpfen in ihrer Kreditvergabe, um Autohaus Müller zu helfen oder dem netten Tischler von nebenan oder diesem superguten Türken mit seinem Döner, wo ich gerade den Salat geholt habe. Also das ist nicht das Thema für die. Die wollen dieses Geld, das sie schöpfen mit Fiat Money, in ihre Spekulationsblase stecken. Deshalb geht es denen so schlecht. Und das ist eine permanente Wohlstandsumverteilung. Sie gucken auf die Uhr. Wir sind jetzt gerade eine Stunde lang und wir sind auch am Ende. Die USA haben ein Doppeldefizit. Die Zahl ist alt. Wir sind bei 8,4 Milliarden Dollar, die die USA an Geschäft jeden Tag neu generieren müssen. Jeden Tag, den der Herrgott wachsen lässt. Und sonst bricht ihr Laden zusammen. Das macht Freude. Und dann haben wir die Rückschläge im vergangenen Jahr. Japan. 29. Mai letzten Jahres angemeldet, ab 1. Juni 2012 in Kraft, Handel mit China zum Teil in Yuan. Das war für den armen Gaddafi noch ein Tötungsgrund. Ja? Aber Japan beschließt das. Was machen die Amerikaner nun? 9-11 in Tokio? Kambodscha-Gipfel, 20. November 2012, werde ich nie vergessen, 15 asiatische Staaten beschließen mit China ohne die USA eine Wirtschaftszone, regionale, umfassende ökonomische Partnerschaft. Obama war selber zum Treffen erschienen, dieses Foto liebe ich, denn da sieht man ihn, wie er stinksauer den Chinesen anguckt. Und da sehen Sie einen netten Mann, der kriegt das genau mit. Obama kocht, denn er war angereist mit einem Plan, 11 Nationen machen etwas, das nannte er Transatlantic Partnership. Nun, die Asiaten haben ihm den sogenannten Stinkefinger gezeigt. Und sie haben sich für China entschlossen, ohne die USA. Und ich finde das einen einmaligen Akt von Courage, aber wir sind natürlich vorsichtig geworden. Wir wissen, was das bedeutet, weil wir alle unseren lieben Herrn Perkins gelesen haben. I was an economic hitman. Was passiert? Die Amerikaner schicken diese Typen in die Büros von Premierministern und so weiter. Sicher nicht bei den Chinesen, da geht das nicht, weil das sind zufällig auch die größten Gläubiger. Da machen sie mehrere Meter breite Bogen. Ja. Aber bei den anderen, bei den Kleinen, da wächst die Courage enorm. Ja? Und die werden die alle mit Arm umdrehen, dazu zu bringen, versuchen, China abzuschwören und die Amis zu wählen. Und ich bin regelrecht historisch neugierig, wie das ausgeht. Und dann kommt eben Südkorea am 4. Dezember, handelt teilweise in Yuan. Und auch hier kann man nur sagen, langbärtige Aufständische in Seoul, in der Flaniermeile? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Bombardieren? Aussichten. Flucht in den Krieg. Grundsätzlich ist dazu bitte nachlesen im Papier Joint Vision 2020. Wir müssen Krieg beschreiben, wie er heute funktioniert. Ein Sieg ist nicht mehr unbedingt nötig. Chaos alleine reicht aus. Mach den Gegner geschäftsunfähig. Leg zwischen den Iran und China ein Trümmerfeld mit scharfem Schuss, damit diese Länder nicht zusammenkommen, gar nicht auf die Idee kommen, sie könnten direkt von Iran nach China eine Pipeline legen. Und was die USA alles gemacht haben, um die berühmte Freundschaftspipeline von Iran über Pakistan nach China zu verhindern, unglaublich. Über die ganze Zeit meines persönlichen Engagements in der Region seit 1985 versuchen sie das zu verhindern. Hochinteressant.
Krieg ist ein mein Geschäft, das ist uralt, das kennen wir, aber als Dauerzustand, wie in Joint Vision 2020 beschrieben, übrigens ein Papier, das kein Russe kennt, kein russischer Gesprächspartner, egal wo angesiedelt, hat dies verdammte Ding gelesen. Und dabei ist es ein offizielles Strategiepapier, das jeder im Internet runterladen kann, geschrieben im Jahr 2000 vor dem Regierungswechsel Clinton-Bush von den Joint Chiefs of Staff. Der Vereinigte Generalstab aller drei amerikanischen Teilstreitkräfte macht ein Strategiepapier und niemand in Russland und Teheran kennt das. Orchestrierter Einsatz aller Institutionen, Organisationen, NGOs, aller Medien und das auch noch global. Und natürlich zur Förderung der, Global Predominance, also der Weltbeherrschung. Wie managen wir, dass ein Staat von innen kaputt geht? Wenn wir das geschafft haben, haben wir gar keine Gesprächspartner mehr für Öl und Gas, die wir kaufen wollten. Und dann ist alles easy für unsere Energiekonzerne. Wunderbare Sache.